Textbuch, Kapitel 12. Der Lehrplan des Heiligen Geistes. Nummer 2. Wie man sich an Gott erinnert. Seite 218 bis 220. Wunder sind lediglich die Übersetzung der Verleugnung in die Wahrheit. Wenn sich selbst lieben, sich selbst heilen heißt, dann lieben sich diejenigen, die krank sind, nicht. Deshalb bitten sie um die Liebe, die sie heilen würde, die sie sich selber aber verweigern. Wenn sie die Wahrheit über sich erkennen würden, dann könnten sie nicht krank sein. So wird es zur Aufgabe des Wunderwirkenden, die Verleugnung der Wahrheit zu leugnen. Die Kranken müssen sich selbst heilen. Denn die Wahrheit ist in ihnen. Doch da sie sie verschleiert haben, muss das Licht in einem anderen Geist in den ihren leuchten, weil dieses Licht das ihre ist. Das Licht in ihnen leuchtet ebenso hell, ungeachtet der Dichte des Nebels, der es verschleiert. Wenn du dem Nebel keine Macht gibst, das Licht zu verschleiern, hat er auch keine. Denn er hat nur dann Macht, wenn der Sohn Gottes sie ihm gibt. Er muss ihm diese Macht selber entziehen und sich daran erinnern, dass alle Macht von Gott ist. Du kannst dich für die ganze Sohnschaft daran erinnern. Lass nicht zu, dass dein Bruder sich nicht erinnert, denn seine Vergesslichkeit ist die deine. Aber deine Erinnerung ist die seine, denn man kann sich nicht allein an Gott erinnern. Das ist es, was du vergessen hast. Die Heilung deines Bruders als die Heilung deiner selbst wahrzunehmen, ist somit der Weg, dich an Gott zu erinnern. Denn du hast deine Brüder mit ihm vergessen. Und Gottes Antwort auf dein Vergessen ist einfach der Weg, dich zu erinnern. Nimm in der Krankheit nichts als einen weiteren Ruf nach Liebe wahr. Und schenke deinem Bruder, was er glaubt, sich selbst nicht schenken zu können. Was auch immer die Krankheit sein mag, es gibt nur ein einziges Heilmittel. Du wirst ganz gemacht, wie du ganz machst. Denn in der Krankheit die Bitte um Gesundheit wahrzunehmen heißt, im Hass den Ruf nach Liebe zu erfassen. Und einem Bruder das zu geben, wonach er wirklich verlangt, bedeutet, es dir selbst zu schenken,
denn dein Vater will, dass du deinen Bruder wie dich selbst erkennst. Antworte auf seinen Ruf nach Liebe, und du hast Antwort auf den deinen. Heilung ist die Liebe Christi zu seinem Vater und sich selbst. Erinnere dich an das, was wir über die furchterregenden Wahrnehmungen von kleinen Kindern sagten, die sie erschrecken, weil sie sie nicht verstehen. Wenn sie um Aufklärung bitten und diese akzeptieren, verschwinden ihre Ängste. Aber wenn sie ihre Albträume verbergen, behalten sie sie. Es ist leicht, einem unsicheren Kind zu helfen, denn es begreift, dass es nicht versteht, was seine Wahrnehmungen bedeuten. Du aber glaubst, dass du die deinen verstehst. Kleines Kind, du versteckst deinen Kopf unter den schweren Decken, die du auf dich gelegt hast. Du verbirgst deine Albträume in der Dunkelheit deiner eigenen falschen Gewissheit und lehnst es ab, deine Augen zu öffnen und sie anzusehen. Wir wollen keine Albträume bewahren, denn sie sind keine angemessenen Gaben für Christus. Und somit sind sie keine angemessenen Gaben für dich. Nimm die Decken weg und betrachte das, wovor du Angst hast. Nur die Erwartung wird dich in Angst versetzen. Denn die Wirklichkeit des Nichts kann nicht beängstigend sein. Lass uns das nicht aufschieben, denn dein Traum des Hasses wird nicht ohne Hilfe von dir weichen. Und die Hilfe ist hier. Lerne, ruhig zu sein, mitten im Aufruhr, denn die Ruhe ist das Ende der Zwietracht. Und das hier ist die Reise in den Frieden. Schau jedes Bild, das auftaucht, um dich aufzuhalten, direkt an, denn das Ziel ist unvermeidlich, weil es ewig ist. Das Ziel der Liebe ist nichts als dein Recht, und es gehört trotz deiner Träume dir. Du willst noch immer, was Gott will. Und kein Albtraum kann den Zweck eines Kindes Gottes vereiteln. Denn dein Sinn und Zweck wurde dir von Gott gegeben, und du musst ihn erfüllen, weil es sein Wille ist. Erwache und erinnere dich an deinen Sinn und Zweck. Denn es ist dein Wille, das zu tun. Was für dich vollbracht ward, das muss dein sein. Lass nicht zu, dass dein Hass der Liebe im Weg steht. Denn nichts kann der Liebe Christi zu seinem Vater
oder der Liebe seines Vaters zu ihm widerstehen. Noch eine kleine Weile, so wirst du mich sehen, denn ich bin nicht verborgen, nur weil du dich verbirgst. Ich werde dich so sicher aufwecken, wie ich mich selbst aufweckte, denn ich erwachte für dich. In meiner Auferstehung liegt deine Befreiung. Unser Auftrag ist es, der Kreuzigung zu entrinnen, nicht der Erlösung. Vertrau auf meine Hilfe, denn ich bin nicht allein gegangen und ich werde mit dir gehen, wie unser Vater mit mir ging. Weißt du nicht, dass ich in Frieden mit ihm ging? Und heißt das nicht, dass der Frieden auf der Reise mit uns geht? In der vollkommenen Liebe ist keine Furcht. Wir werden für dich nur vollkommen machen, was in dir schon vollkommen ist. Du fürchtest nicht das Unbekannte, sondern das Bekannte. Du wirst bei deinem Auftrag nicht versagen, weil ich bei meinem nicht versagte. Schenke mir nur ein klein wenig Vertrauen im Namen des vollkommenen Vertrauens, das ich in dich setzte. Und wir werden das Ziel der Vollkommenheit gemeinsam leicht erreichen. Denn die Vollkommenheit ist und kann nicht verleugnet werden. Die Verleugnung der Vollkommenheit zu leugnen ist nicht so schwierig, wie die Wahrheit zu verleugnen. Und was wir gemeinsam vollbringen können, dem wirst du Glauben schenken, wenn du es als vollbracht siehst. Dir, der du versucht hast, die Liebe zu verbannen, ist es nicht gelungen. Dir aber, der du dich entscheidest, die Angst zu verbannen, muss es gelingen. Der Herr ist bei dir, aber du erkennst es nicht. Doch dein Erlöser lebt und bleibet in dir in jenem Frieden, aus dem er erschaffen wurde. Möchtest du das Bewusstsein der Angst nicht gegen dieses Bewusstsein eintauschen? Wenn wir die Angst überwunden haben, nicht indem wir sie verbergen oder minimieren und nicht indem wir ihre volle Tragweite in irgendeiner Weise verleugnen, dann wird es das sein, was du sehen wirst. Du kannst die Hindernisse vor der wirklichen Schau nicht weglegen, ohne sie anzusehen. Denn sie beiseite legen heißt, sich dagegen zu entscheiden.
wenn du hinsiehst, wird der Heilige Geist urteilen, und er wird wahr urteilen. Doch kann er nicht wegleuchten, was du verborgen hältst, denn du hast es ihm nicht angeboten, und er kann es nicht von dir nehmen. Daher lassen wir uns auf ein wohlorganisiertes, gut strukturiertes und sorgfältig geplantes Programm ein, das darauf abzielt, zu lernen, wie du dem Heiligen Geist alles anbieten kannst, was du nicht haben willst. Er erkennt, was er damit tun soll. Du verstehst nicht, das zu nutzen, was er erkennt. Alles, was du ihm gibst, das nicht von Gott ist, ist fort. Doch musst du es dir selbst mit vollkommener Bereitwilligkeit ansehen. Sonst bleibt seine Erkenntnis für dich nutzlos. Er wird gewiss nicht versäumen, dir zu helfen, da Hilfe sein einziger Sinn und Zweck ist. Hast du nicht mehr Grund, vor der Welt, wie du sie wahrnimmst, Angst zu haben, als dir die Ursache der Angst anzusehen und sie für immer loszulassen?